Hast du schon eine Vorstellung, was du machen möchtest, wenn wir den Abezock betreten? Ja, ursprünglich sah mein Plan vor, binnen kürzester Zeit möglichst viele Menschen über die Verhältnisse in den B-Bezirken zu informieren. Da viele Anwohner der A-Bezirke Verwandte haben, die einsitzen, hatte ich mir einen Aufschrei der Bevölkerung und daraus resultierende Proteste erhofft, was die Regierung zwänge, endlich zu reagieren. Nur bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, ob dieses Unterfangen uns vielleicht zum Nachteil gereichen könnte, weil dadurch Signatec auf uns aufmerksam wurde, was wiederum, wenn mein Plan scheitert, eine sofortige Rückführung in den B-Bezirk zur Folge hätte. Aber glaubst du nicht? Sie wissen eh, wo wir uns aufhalten? Mein Name ist Wagner. Ich bin Chefentwickler bei Signatec. Weiß ich nicht. Das hat ja schon fast was Romantisches. Dann bleiben wir doch einfach hier. Ja, eine super Idee. Unsere Holzhütte stellen wir am besten dort drüben hin. Und die in mühevoller Handarbeit gegerbten Felle hängen wir dorthin. Das wird klasse, vor allem im Winter, wenn die Temperaturen in den zweistelligen Minusbereich fallen. Ich muss sagen, ich bin wirklich beeindruckt. Ein sehr schönes Haus. Bestimmt hattet ihr viele glückliche Momente. Was mich auch auf den eigentlichen Grund meines Erscheins zu sprechen kommen lässt. Bitte, setz dich. Warum wundert es dich eigentlich nicht, mich zu sehen? Also ich würde schon etwas überrascht reagieren, wenn ich plötzlich mir selbst gegenüberstünde. Ich vermute, dass du Teil irgendeines Destabilisierungsprogramms von Signatec bist. So wie vorhin, als mein Kopf in einer Kiste lag oder ich plötzlich von grässlichen Schmerzattacken heimgesucht wurde. Du bist halt ein Hirngespinst. Nicht mehr. Ich bevorzuge den Begriff Suggestion.
Meine Aufgabe ist es nach wie vor, dich dazu zu animieren, zurück in den B-Bezirk zu kehren. Ich gehe nicht zurück. Ich habe damit gerechnet, dass du das sagen würdest. Aus diesem Grund sehe ich mich leider gezwungen, die Daumenschrauben etwas anzuziehen. Im Klartext bedeutet das, dass ich dir jetzt 3 Möglichkeiten offerieren werde. Für eine von ihnen musst du dich entscheiden. Die erste Möglichkeit ist klar. Du und deine Freundin verlassen die Sperrzone und kehren zurück in den B-Bezirk. Die zweite Möglichkeit ist ein Novum. Ich biete dir absolute Amnestierung und straffreie Rückkehr in den A-Bezirk an, wenn du bereit bist, dafür das Leben deiner Freundin zu opfern. Stimmst du ein, wird sie sofort unter Zwang in den B-Bezirk zurückgebracht und muss dort so lange bleiben, bis sie stirbt. Und die dritte Variante? Möglichkeit. Du stirbst, dafür erhält deine Freundin vollständige Amnestie und darf zurück in den A-Bezirk kehren. Aber du wirst doch nicht so dumm sein und dein Leben für eine Frau wegwerfen. Das glaubst du mir eh nicht. Lass uns später darüber reden. Jetzt musst du erstmal aus deinen nassen Klamotten. Ich habe da oben eine Hütte entdeckt, da können wir uns verstecken. Zieh erst mal deine Kleidung an, dann müssen wir reden. Du wirst wahrscheinlich nicht erfreut sein, dass wir einander schon wieder begegnen. Aber wie dir nicht entgangen sein durfte, hat deine Freundin ein sehr übles Spiel mit dir getrieben. Ihr Plan sah von Anfang an vor, dich psychisch zu destabilisieren
In Anbetracht dessen erachte ich es auch als völlig inakzeptabel, dass du das deine Leben für ihres opferst und möchte dir daher hier die Gelegenheit bieten, dein Schicksal in die Hand zu nehmen. Bedenke alles, was dir widerfahren ist, seit ihr gemeinsam den B-Bezirk verlassen habt. Das ist deine letzte Chance, die für deinen weiteren Lebensweg richtige Entscheidung zu treffen. Du mich ja schön an der Nase umgeführt. Ist das deine Vorstellung von Zuneigung und gemeinsamem Glück? Was meinst du? Ich meine damit deine Treffen mit anderen Männern vor unserem Haftantritt und deinen Plan, mich in den Wahnsinn zu treiben. Ich dich in den Wahnsinn treiben? Du spinnst wohl, du bist doch vollkommen verrückt geworden. Das glaube ich langsam auch. Nur ist die Frage, wie viel Schuld du daran hast. Ich habe dich nie belogen oder hintergangen. Das kann ich dir auch nicht glauben. Und nun? Lassen wir das Schicksal entscheiden. Ich werde diese Münze jetzt dreimal werfen. Gewinnt Zahl, ist das der Beweis, dass du mich betrogen hast. Dann werde ich dich umbringen. Gewinnt Kopf, ist das der Beweis, dass ich verrückt geworden bin und dich die ganze Zeit zu Unrecht beschuldigt habe. Dann werde ich mich umbringen. Egal wie die Sache ausgeht, einer von uns beiden wird sterben. Eins zu null für dich. Gleichstand. Bleib kurz da stehen. Wir sind richtig. Da vorne sind die ersten Gebäude vom A-Bezirk. Wir sind richtig. Ich habe ein bisschen Angst. Und jetzt? Traust du dich etwa nicht? Wollen wir etwa wieder zurückgehen? Nein. Ich passe schon auf dich auf.
bitte. Sie brauchen keine Angst zu haben. Ich bin nur hier, um Ihnen zu gratulieren. Uns zu gratulieren? Wozu? Zu dem Mut und der Standhaftigkeit, welche Sie für Ihre Flucht aufgebracht haben. Dabei habe ich wirklich alles versucht, um Sie von Ihrem Vorhaben abzuhalten. Haben Sie auch versucht, einen Keil zwischen uns zu treiben und uns auseinanderzubringen? Korrekt. Und zu welchem Zweck? Um Ihre charakterliche Eignung zu testen. Unsere charakterliche Eignung? Ja, natürlich klingt es vermessen, dass eine Welt voller Ruinen in Verbindung mit Hunger, Elend und Tod die Grundlage für die Erziehung des Menschen ist. Aber manchmal muss man sie eben auf ihren kleinsten Nenner zurückführen, um sie den Wert des Lebens schätzen zu lehren. Das verstehe ich nicht. Dann werde ich es Ihnen gerne erklären. Kommen Sie bitte mit.